Zugang gestalten, das heißt für Kultureinrichtungen, Archive, ihr Kulturgut, ihr Archivgut ins Netz zu bringen zunächst einmal. Das ist relativ logisch. Im Detail gibt es natürlich aber dann in der konkreten Umsetzung Schwierigkeiten, wie das Männchen da oben vielleicht deutlich macht, ins Netz zu bringen. Das heißt, in den meisten Fällen es in Kulturportale zu bringen, die Europeana, das Archives Portal Europe, die Deutsche Digitale Bibliothek, das Archivportal D als Partner der Deutschen Digitalen Bibliothek, das wir jetzt hier vornehm in Zurückhaltung nicht als Screenshot gezeigt haben. Das ist die Aufgabe, die Herr Götze an vorderster Front, sage ich mal, und ich im Hintergrund vom Landesarchiv Baden-Württemberg aus und zusammen mit dem Partner vom Bundesarchiv für die Archiv-Community versuchen, Daten ins Netz zu bringen. Das sind zunächst Digitalisate, die ins Netz gehören, die zunächst natürlich digitalisiert werden, auch hier mit technischen Fragen und Implikationen und organisatorischem Aufwand. Zu den Daten dazu in den meisten Fällen, auch als Erschließungsdaten, vielleicht wenn noch kein Digitalisat vorhanden sind, kommen aber Metadaten, technische und beschreibende Metadaten, eben Erschließungsinformationen, die die Kolleginnen von der DNB ja gerade auch für das Bibliothekswesen mit RDA vorgestellt haben. Das ist das, was dazu ins Netz gehört, damit Sie Digitalisate von Kulturgut erschließen und recherchieren können. Lieferformate für solche Metadaten, dass sie dann auch in technischer Form, meistens in XML, ins Netz kommen, sind beispielsweise für Museen Lido, sind Mark 21 oder Mods für Bibliotheksdaten. Und das archivische Datenlieferformat für die DDB und für das Archivportal D ist EAD-DDB. EAD steht für Encoded Archival Description, das internationale Austauschformat für Archivgut, sozusagen die technische Ausprägung von ISAT-G, dem internationalen Erschließungsstandard für Archivgut. Und aus Anlass eben und für die Deutsche Digitale Bibliothek haben wir ein Subset dessen entwickelt, nämlich EAD-DDB. Das heißt, wenn ich meine Daten als Archiv ins Netz kriegen will, bezüglich der Metadaten heißt das, wie kriege ich sie über EAD-DDB ins Netz? Das heißt wiederum, ganz technisch runtergebrochen, wie kriege ich sie nach EAD-DDB? Das ist die Ausgangslage, das sind auch ein Stück weit die Herausforderungen, von denen wir stehen. Ein korrektes Eingangsformat ist für ein Portal absolut notwendig, sonst können die Daten nicht zuverlässig und korrekt angezeigt werden. Und über das korrekte Eingangsformat hinaus ist natürlich auch Datenqualität darüber hinaus, Datenanreicherung, Normdaten, Frau Behrens hat die GND angesprochen, als Beispiel, werden immer wichtiger. Das sind sozusagen das, was zentral notwendig ist. Andererseits sind Datenformate in den Archiven, das gilt auch für andere Kultureinrichtungen, bilde ich mir ein, sehr heterogen. Das, was an Ausgangsdaten da sind, ist sehr unterschiedlich. Die Feldkonfigurationen sind ganz unterschiedlich. Jedes Archiv hat hier auch individuell überlegt, wie es für sich haben will. Und es geht darum, das jetzt natürlich zusammenzuführen, um es gemeinsam in einem Portal, in Portalen anzuzeigen. Dazu kommt natürlich auch, dass die zuständigen Kollegen in den Archiven, auch gerade in kleineren Archiven, natürlich keine Metadatenexperten sind, die man das einfach mal schnell machen lassen kann. Und um das vielleicht auch sozusagen vielleicht auch andere, weniger technische Themen für die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen charmanter sind, sodass wir auch hier schauen müssen, wie kriegen wir die Kolleginnen und Kollegen an die Hand, das mit uns zu machen. Kommerzielle Erschließungssoftwares bieten mittlerweile, und da sind wir auch ein bisschen stolz darauf, dass wir das auch mit den Herstellern auch entwickelt haben, bieten mittlerweile EAD-DDB-Schnittstellen an, aber eben natürlich auch zunächst einmal oder insgesamt nur in den neuesten Versionen ihrer Softwares. Ganz häufig ist es aber so, dass natürlich gerade auch kleinere und mittlere Archive nicht auf die neuesten Versionen immer gleich setzen können. Das sind auch wieder Fragen von Finanzen und Kapazitäten, sodass hier eben eine automatische Schnittstelle aus der Software noch nicht überall gegeben ist.
Insofern haben wir uns überlegt, Herr Frischmund hat es gesagt, herauskommend aus dem DFG geförderten Projekt zum Aufbau eines Archivportals D und jetzt auch in Zusammenarbeit mit der Deutschen Digitalen Bibliothek, dass wir hier ein frei verfügbares Werkzeug entwickeln müssen, das die Aufbereitung von Archivdaten ermöglicht, unterstützt, das zumindest jetzt als Überbrückung vielleicht für die nächsten Jahre hier zum Einsatz kommen kann. Herausgekommen ist das Data Preparation Tool, das ursprünglich vom Archives Portal Europe auf die Beine gestellt wurde, das wir jetzt aber mittlerweile eben im Archivportal D und in der DDB stark weiterentwickelt haben. Es ist ein Angebot zur Bereinigung von Daten, es ist ein Angebot für das Mapping, momentan nach EAD-DDB, und eben auch die Daten zu normalisieren und zu standardisieren. Und derjenige, der gerade dran ist, alles klar, der gerade dran ist, das Tool weiterzuentwickeln, der darf es Ihnen jetzt auch vorstellen, Oliver Götze. Okay, ich halte mich kurz. Genau, ich würde jetzt kurz auf das Konzept eingehen, wie wir uns das vorgestellt haben beim Data Preparation Tool. Also erstmal vielleicht zur Oberfläche. Wir haben eigentlich so eine zweigeteilte Darstellung. Wir haben auf der rechten Seite diese ganzen Verarbeitungsfunktionen, die man ausführen kann. Und auf der linken Seite kann man eben seine Daten einfügen, die man eben verarbeiten will. Und gerade bei so einer Massendatenverarbeitung ist es wichtig, dass man als Archiv einmal die Einstellung festlegen kann und dann einfach alle seine Bestände quasi auf einmal verarbeiten kann. Deswegen unterstützt das Tool auch Stapelverarbeitung, weil wir gerade bei Archiven, aber zum Beispiel auch bei Bibliotheken ja viele in sich abgeschlossene Bestände haben, die aber eigentlich von den Metadaten her ähnlich geartet sind und deswegen mit einem Profil an sich auch quasi erschlagen werden können. Und das Tool hat jetzt eigentlich zwei zentrale Aufgabenbereiche. Das eine ist, was mein Kollege Herr Kraut schon meinte, dass man die Daten konvertiert zu unserem Eingangsformat der DDB, EAD-DDB. Das ist halt die Ausgangslage, dass wir eben diese proprietären Formate haben des Softwareherstellers, wo es eben nur kostenpflichtige Schnittstellen gibt. Und das Tool soll eben ein Angebot sein für die Archive, die noch ältere Softwares einsetzen, dass sie eben einfach ihre Daten über so einen Workflow in ein Format bringen, dass sie auch in Portalen dann einfach repräsentieren können. Eine andere Funktion ist einfach die Analyse. Das heißt, es ist für die Archive auch wichtig zu sehen. Sie können ihre Daten da reinpacken und sehen, okay, da wurden jetzt irgendwie von der Software noch so Steuerzeichen in den Titel exportiert, das sieht da nicht so schön aus. Oder es wurden noch einfach Felder weggelassen, dass einfach die Signatur fehlt, was ja ein essentielles Metadatum einfach ist. Das sind so Sachen, die kann man mit dem Tool schon abklären, bevor man es überhaupt in die DDB reinlädt. Das erspart uns Arbeit und das spart vor allem auch den Archiven Arbeit, die ihre Daten ja aufbereiten wollen. Das ist jetzt nur mal ein kurzer Einblick in diesen Einstellungsdialog. Da habe ich erstmal diesen Punkt Software hervorgehoben. Wir haben halt für verschiedene proprietäre Softwarehersteller eben so Transformationsfunktionen, die wir auch immer weiterentwickeln, weil wenn eine neue Version kommt, werden viele Probleme behoben, es kommen wieder neue Probleme dazu, wo wir halt sehen müssen, dass wir die irgendwie rausfiltern. Das heißt, das ist eine stetige Weiterentwicklung und versuchen eben wirklich eine Brücke zu schlagen für die Archive, die eben nicht das Etat haben, jedes Jahr, jetzt mal ganz, ganz salopp gesagt, auf die nächste Version der Software abzugraden. Genau, und das wäre eben eine dieser Analysefunktionen. Das heißt, man kann direkt aus dem Tool sich so eine HTML-Datei generieren lassen, die man sich als Archiv bei sich im Browser anzeigen lassen kann. Und man sieht halt direkt, wie das Mapping aussieht und ob die Daten im richtigen Feld landen. Das ist halt so ein Weg, dass sie nicht bei uns erst quasi anfragen müssen, dann dauert das bei uns, bis das mal verarbeitet wurde, sondern die Archive können halt direkt bei sich im Archiv quasi mit dieser Software schon mal gucken, passt das so für mich. Und das erspart einfach viele Iterationen bei der Datenaufbereitung bei uns jetzt. Und man hat eben diese Möglichkeit, so eine Auswertung zu erstellen. Das heißt, man sieht erstmal so ganz basale Sachen, wie viele Objekte landen nachher in der DDB, das kann man dann abgleichen. Man kann sehen, okay, wurden zum Beispiel die Sperrfristen eingehalten, dass da jetzt nicht so viel drin landet, was irgendwie noch rechtliche Probleme machen könnte. Man kann die Metadaten ziemlich genau damit auswerten und das ist halt so ein Tool. Das funktioniert momentan mit EAD, das könnte man natürlich auch auf andere Formate adaptieren, jetzt auf Lido oder halt aus anderen Sparten, was da eben das Standardformat wäre. Ein Problem ist einfach mit diesem Tool, es funktioniert alles, aber eigentlich kann man das ohne Doku nicht so richtig gut benutzen, weil
gerade so diese Spezifika, die aus proprietären Softwares als Anforderungen entstehen, da haben wir intern so Know-how angesammelt, das haben wir bis jetzt noch nicht nach außen geben können. Das heißt, an sich müssten die Archive noch bei uns quasi anfragen. Deswegen sind wir gerade dabei, das Tool ein bisschen zu überarbeiten. Das ist jetzt ein ganz grobes Mockup, nur dass man ungefähr so, dass man einfach einen Splash-Screen quasi bekommt, also Expertenmodus wäre halt quasi das, was es jetzt schon gibt, dass die Archive, die das schon nutzen, das weiter nutzen können, aber dass sie eben auch so eine Art geführten Modus haben und halt sagen können, ich nutze die und die Softwareversion und wir haben dieses Portal DDB Pro für die Datengeber, wo wir auch die Doku nach und nach integrieren wollen, auch als E-Learning-Videos, weil das ist einfach für die Archive nicht greifbar, in diesem XML selber quasi richtig da reinzugehen. Genau, jetzt soll ich noch versuchen, kurz Ausblick zu geben. Also wichtig ist, dass wir die Softwareformate erweitern, da sind wir gerade bei. Wie gesagt, wir wollen die Online-Doku online bringen auf DDB Pro. Das kommt wahrscheinlich jetzt gegen Ende des Jahres, kommen erste Inhalte online. Das wollen wir auch erweitern, dass die Archive dann eine Anlaufstelle haben und eben, ja, da Sachen dokumentiert werden, die diese Softwaresteller nicht öffentlich kommunizieren. Ja, wir gucken natürlich, ob es noch weitere interessante Funktionen geben könnte. Das machen wir jetzt nicht prioritär, weil das ist auch etwas, was wir jetzt nicht prioritär bearbeiten können, aber da sind wir halt dran und freuen uns auch über Feedback natürlich. Wir werden es als Open Source bereitstellen, weil es basiert auch komplett auf Open Source Komponenten, also hauptsächlich Python und Qt. Das heißt, da freuen wir uns auch irgendwie über Input dann. Und als Fazit kann man sagen, das Tool hat jetzt noch einen relativ schmalen Anwendungskorridor. Es ist halt auf Archive noch gemünzt, die gerne in die DDB und das Archivportal D wollen. Und für die Softwaresteller, damit ihre Schnittstellen dagegen testen können. Aber es ist halt die Frage, ob das nicht auch für andere Kultursparten sinnvoll sein könnte. Ne? Also es gibt ja dann im Museumsbereich Tools wie Mint, die halt verbreitet sind. Und ja, ich glaube, die Problembereiche, die wir haben bei der Datenintegration, sind wahrscheinlich überall so ziemlich dieselben oder ähnlich zumindest. Und deswegen, so als Anregung, ob man da nicht irgendwie unser Tool nachnutzen könnte oder wir auch von Ihnen Anregungen bekommen könnten, dass wir da irgendwie was Spartenübergreifendes irgendwann in der Zukunft mal quasi auf die Beine stellen könnten.